Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play OMSI. Ich melde mich heute von der Map Meldorf. Wir fahren mal wieder seit langem einen MAN ST202D92. Und wir fahren auf dieser Map die Linie 226. Ich muss dazu sagen, die Map ist erst kürzlich erschienen und ich hatte noch keine Zeit, sie zu fahren. Das heißt, man kann sagen, ich spiele das jetzt mal blind. Blind, wie man das auf Neuenglisch sagt. Oder auf Neudeutsch besser gesagt. So. Und dann rüsten wir die Kiste mal auf. Schauen wir, dass wir ein bisschen Luft in den Bus bekommen. Weil ich glaube, der ist. Ja, der ist leer. So, Temperatur ist auch nicht gerade berauschend. Das heißt, wir werden nochmal die Heizung da aufdrehen. So. Umluft passt. Stellen wir mal in die Mitte da. So, ich hoffe, es wird jetzt irgendwann einmal da wärmer herinnen. Wenn ich jetzt alles richtig eingestellt habe, soll es das auch werden. So, wir haben gesagt, wir fahren die Linie 226. Und schauen wir mal, ob es die Route 1 ist. Route 1 nach Hunddorf. So, also wir fahren auf der Map Mehldorf nach Hunddorf. Ja, ich sage jetzt nochmal nichts dazu zu den Namen. Jeder wie er will. So, der Luftdruck baut sich langsam auf. Natürlich haben wir gleich das richtige Repaint verwendet. Verkehrsbetriebe, Mehldorfer Verkehrsbetriebe. Und da ist unser schöner SD202. Fahrschirmverkauf ist abgeschalten, weil noch immer der. Dieses Ding da kaputt ist. Ich habe jetzt gerade auf 2 gedrückt und da kommen 5 raus. Also. Irgendwas hat's da. So soll es nämlich nicht sein. Ich hoffe, die Heizung ist nicht zu laut und man versteht mich noch immer. Sollte mir vielleicht die Tür zulassen, weil sonst wird es nicht warm erinnern. Die Fahrt geht in 18 Minuten los, das heißt Abfahrt um 16.22 Uhr. Ankunft soll laut Plan sein um 16.46 Uhr, das heißt wir fahren ungefähr 24 Minuten. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Okay, 16.22 Uhr, das heißt, wir stellen die Uhr mal auf 16.21 Uhr, weil dann braucht man nicht so lange da herumstehen. Jetzt werden zwar die lieben Fahrgäste meckern, weil es so kalt ist, erinnern. Okay, sie meckern nicht, das steht da oben links. Mach mal wieder zu. Und dann braucht man Scheibenwischer. Ich würde mal sagen, fahren wir langsam los. Mehldorf, Käfergasse. Ich frage mich, warum die Ansagen nicht funktionieren, weil in den Ordner habe ich es reinkopiert. Ja, aus irgendeinem Grund wollen sie nicht. Da wir bis jetzt immer oder relativ oft in letzter Zeit Edom-Busse gefahren sind, habe ich mir halt heute gedacht, back to the roots und wir fahren mit einem Standardbus auf einer Nicht-Standard-Map. So, Betriebshof gerade aus, unter Punkt dort links. Was ist los? Hallo? Von 27 Frames auf 7 oder wie? Was hat's da jetzt? Na bravo, ich glaube, da kommt man nicht so leicht um die Ecken. Also irgendeiner von den Leuten ist einmal so nett und lasst uns fahren, aber ich fürchte, das wird ein Satz mit X.
So, ich glaube, der lässt mich nicht fahren. Oder? Doch. Das ist aber nett von dir. Wenn sich jetzt die Framerate auch wieder beruhigt, wäre das Ganze natürlich formidabel, wie der Julian sagen würde. Na bravo. Also wenn das so weitergeht, dann finde ich die Map gar nicht mehr schön. Cool, ich schaue nach rechts und hab 6 oder 7 Frames. Ich schaue nach geradeaus und hab wieder 25. Was sagt uns das? Ich sollte nicht nach rechts schauen. Warum auch immer. Und schon bloß eine Minute. Na bravo, das fängt ja gut an. Das Wetter ist übrigens eigentlich schon real, wie es in Wien derzeit ist. Wobei das nicht ganz stimmt. Es ist stark bewölkt und es regnet bei uns. Da ist doch nur leicht bewölkt. Ja, ja, auf den anderen. Okay, die Ansage hat es funktioniert. Noch immer. Aber dass wir ein bisschen Zeit aufholen. Sagen wir, haben unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht. Und dann kommt auch schon die nächste Station. Ich glaube, da ist niemand, der hätte ich weiterfahren können. Grüß Gott. Wie ein Formel 1-Fahrer. Schön aus der Kurve raus beschleunigen. Und möglichst viel Geschwindigkeit mitnehmen. Da kommt die nächste Station auch schon in Sicht. So, da ist die erste. Hoppala.
wäre ich fast zu früh stehen geblieben. Gut. Guten Abend. Ja, warum die nichts mit mir reden, verstehe ich nicht. Ich habe nichts umgestellt. Schnell von dem da raus, bevor er kommt. Ja, ich bleib gern auf die Schienen stehen. Also wenn jetzt ein Zug kommt, habe ich ein Problem. Aber zum Glück kommt da keiner. Randstein wollte ich jetzt nicht mitnehmen. So. Nächste Haltestelle rechts. Ich glaube, ich stehe jetzt ein bisschen auf wienerisch gesagt, Bochen da. Aber ja, was soll's. Hauptsache, wir stehen da und haben keinen Unfall bis jetzt gebaut. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner entgegen. Weil sonst habe ich ein klitzekleines Problem. Nächste Haltestelle, Schlauchdorf. Schlauchdorf? Ja, dieses Schlauchdorf gefällt einem Schlaucheinkäufer natürlich. Dieser Name. Vielleicht brauchen sie da viele jetzt könntest du auch ein bisschen aufpassen, wo du hinfährst. Ohne dass ich mich um alles kümmern muss. Also ich glaube, die Heizung können wir abschalten, das 19 Grad Erinnerung. Unfaire Kurve. Und jetzt stellt sich die Map einmal mit dem SU15 vor. Solaris Ubino 15, Entschuldigung. Das wäre eine Herausforderung. Servus, Kollege. Also entweder meckern die Fahrgäste wirklich nicht oder ich höre es noch nicht. Diese Rückwärts ist schon durch. Ich glaube, das kommt dann, wenn er die nächste Kachel nachlädt. Kann ich leider nicht ändern. Aber an und für sich läuft die Map hier relativ gut. Im Gegensatz zu mancher anderer Map. Das ist er noch im Regen. So, da
Also auch schon die nächste Haltestelle. Naja, fast perfekt, stehen bleiben. Nächster Halt, altes Gymnasium. Ich frage mich gerade, warum es darinnen noch immer wärmer wird. Ich habe alles abgedreht. So. Ihr dürft auch einmal fahren da vorne. Tja, ob wir jemals um diese Kurve kommen, erfahren wir in der nächsten Folge. Nein, Spaß. Ich bleib da jetzt drinnen. So, und somit ist unser Vorsprung auch schon wieder weg. Also ich glaube, an der Stelle wäre eine Ampel ganz hilfreich gewesen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da nie um die Ecke kommen. Wobei jetzt nach dem könnte es eventuell nichts werden. Gib bitte, Burschen. Na, endlich. Ja, und wieso geht's jetzt weit rüber? Nein, sag jetzt nicht, der bleibt jetzt auch stehen. So, nach dem fahre ich jetzt einfach. Ich hoffe, dass der Kollege da noch stehen bleibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute stehen sich auf Baustellen auf anderen Maps. Ich glaube, ich bin jetzt überhaupt noch richtig und bin jetzt schon irgendwo falsch abgebogen. Okay, die Zeit wird weniger, das heißt, wir sind scheinbar noch nicht. Okay, Abstellplatz wollen wir nicht, also geradeaus weiter. Einsteigen will niemand, will nur wer raus. Das ist ein Stationsabstand. Wer wusste, da kommt noch wer.
Gut, der Bus fahren wir jetzt. Gelb ist der Bus ja schon, also passt eigentlich. Was war das? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich schätze mal, der komische bleibt auf dem Gehsteig. Was war da? Also ich vermute, dass das der Busch da war, obwohl ich den eigentlich nicht mitgenommen habe. Ah, da gehört noch nachbessert. Nächster Halt, Teeburg, Ortskirche. Wow. Soll ich vielleicht schauen, wo ich hinfahre? Ich glaube, ich sehe die Kirche schon, wo wir hin müssen. So eine sinnvolle Station. Wahnsinn. Grüß Gott. Und da ganz schön viele mitfahren. Okay, hat das so ausgeschaut. Nächste Haltestelle, Teeburg. Was habe ich jetzt schon wieder mitgenommen? Ich bin mir noch immer keine Schuld bewusst. Die Laternen sind ein bisschen Arsch gesetzt. Vor allem sieht man den Doppeldecker nicht. Also, dass sie so nah an der Straße stehen. Danke. Schon wieder ein Randstand mit. Also für den Unfall kann ich wirklich nichts. Da stehen einfach die Laternen viel zu nah an der Straße. Wieder schauen, ja, steigt alle aus, wenn ihr unbedingt gehen wollt. Im Regen. Bei gefühlten 10 Grad draußen. Ich hab's überhaupt nicht eilig. Lasst euch ruhig Zeit beim Aussteigen. Ich hab eh noch keine Verspätung.
Sieht man sie jetzt? Ja. Aber erst 3 Minuten Verspätung. Hol ich nie wieder auf. Beim Holo drüber das Pedal ein bisschen ins Bodenblech drücken. Perfekt stehen geblieben. Naja, passt. Perfekt. Oh, die erste Ampel auf der Map anscheinend. Damit wir nicht die ganze Zeit auf der Fußbremse stehen müssen, haben wir halt die Feststellbremse rein. Wehe, du fährst. Ich hab den nicht mitgenommen! Ich hab den einfach nicht mitgenommen. Dreckspiel. Hey da. Und jetzt habt ihr den Beweis dafür, wieso ich eigentlich immer solche Custom Maps ohne Kollision fahre. Bis Gott. Letzten mutigen. Geht's ja gerne auf der Straße spazieren, oder was? Das ist ja was. Das ist ein Stationsabstand. Wenn ich jetzt Fuß gehe. Am Friedhof. Da bringe ich meine Fahrgäste hin. Passt. Tag. Und Dorf, Endstation. Bitte alles aussteigen. Wow, 13 Frames auf einmal noch mehr. Ich weiß nicht warum. So, da sind wir. Endstation. Halbe Minute zu früh. 7 Sekunden. 1 Minute spät. Bis am Ende waren es 2,5 Minuten. Ja, und damit sind wir an unserem Ziel angekommen. Mehr oder weniger unfallfrei. Eher weniger. Ich hoffe, die Fahrt hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.